Jeder will nach Bali. Bali ist die Hotspot-Insel in Südostasien und vor allen Dingen bei Langzeitreisenden, digitalen Nomaden und Urlaubern extrem beliebt. Bali ist auch super divers, wunderschön und perfekt touristisch ausgebaut. Aber Bali platzt auch aus allen Nähten. Wir sind extrem geflüchtet, weil es so voll mit Touristen war und sind aktuell auf unserer Lieblingsinsel hier auf den Philippinen, auf Siargao. In diesem Video verraten wir euch, warum ihr unbedingt nach Siargao kommen solltet und es auf jeden Fall auf eure Bucketlist gehört und ob Siargao vielleicht das neue Bali ist. Eine Sache, für die Canggu bzw. Bali natürlich sehr bekannt ist, ist die kulinarische Vielfalt. Gerade in Canggu kriegt ihr eigentlich alles zu essen, was ihr wollt, egal ob Spanisch, Italienisch, Griechisch oder auch eine hervorragende lokale Küche. Und vorweg müssen wir natürlich sagen, dass es auf Siargao nicht ganz so viel Auswahl gibt und es nicht dem gleichkommt, wie es in Canggu zu finden ist. Dennoch müssen wir sagen, die berühmte Bali Smoothie Bowl gibt es auch hier auf Siargao. Und ich habe keinen Ort in Canggu gesehen, an dem man so gutes Essen, so leckeren Kaffee in so einer traumhaften Kulisse genießen kann. Aber nicht nur die Cafés, sondern auch die lokale Küche und die Dining-Angebote können mittlerweile echt mit Canggu mithalten. Ihr bekommt hier in Siargao, vor allen Dingen in General Luna, ganz viel lokale Küche. Es gibt überall Barbecues und tolle Angebote, aber es gibt auch Pizza und Burger und alles, was das Herz begehrt. Heißt, es kann wirklich mit Canggu mithalten und wir können die lokale Küche hier extremst empfehlen. Allerdings müssen wir sagen, in Sachen vegetarisch und vegan kann es definitiv nicht mit Canggu mithalten, denn da ist einfach Canggu einmalig und die philippinische Küche ist doch sehr fleisch- und fischlastig. Auch zum Thema Wohnen habt ihr hier auf Siargao auf jeden Fall genug Auswahl. Ihr findet verschiedene Hostels, Gasthäuser oder auch Hotels. Es ist nicht ganz so eine große Auswahl wie zum Beispiel in Canggu, wo ihr wirklich unendlich viel Auswahl von allem habt. Aber es gibt alles. Wir können auf jeden Fall das Hostel Mad Monkeys empfehlen. Es ist super cool, wenn ihr vielleicht Alleinreisende seid und andere Reisende kennenlernen wollt. Oder verschiedene Gasthäuser. Und wir wohnen hier auch gerade in einem Gasthaus, wo wir einfach unseren eigenen Pool haben an unserem Zimmer dran. Ganz privat und für ganz wenig Geld. Eine der Sachen, die, glaube ich, am meisten kritisiert wird an Bali, ist der krasse Verkehr. Wir selber haben das jetzt auch in letzter Zeit richtig heftig erlebt. Teilweise brauchten wir, wenn wir 1 Kilometer Strecke unterwegs waren, über eine halbe Stunde oder teilweise sogar noch länger eine Stunde. Und da habt ihr hier auf Siargao einen riesen Vorteil. Wie ihr seht, wir sind hier an einer der wichtigsten Hauptstraßen und hier ist einfach so viel weniger los. Das ist einfach so entspannt. Für uns war das eine absolute Umstellung, als wir hier angekommen sind. Und es ist so viel entspannter, es ist so viel leerer, der ganze Vibe ist einfach irgendwie so viel entspannter. Und deswegen ist es auch für alle Leute, die vielleicht Roller fahren wollen, Siargao die deutlich bessere Insel. Die Strände hier auf Siargao sind wunderschön und auch wenn wir Bali lieben, ist es nicht unbedingt die Insel to be für den perfekten Strandurlaub. Hier auf Siargao findet ihr traumhafte Strände mit Palmen direkt am Wasser und es ist wirklich ein Traum zum Reisen und Entspannen. Also wir finden, im Thema Strand hat auf jeden Fall Siargao die besseren Karten. Kaum ein Ort der Welt ist, glaube ich, so bekannt für digitale Nomaden wie Canggu. Und wir lieben es einfach und deswegen ist es, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum wir damals nach Canggu gezogen sind, ist, dass man einfach von Canggu aus perfekt arbeiten kann. Es gibt traumhafte Coworking Spaces und es gibt auch Coworking Cafés, in denen ihr perfekt arbeiten könnt mit optimaler Internetqualität. Als wir 2020 das erste Mal hier auf Siargao waren, da war das Internet eine riesengroße Problematik und ich glaube, schneller als einen halben Mbit war niemals ein Speedtest. Aber das hat sich mittlerweile extrem geändert und auch hier habt ihr mittlerweile eine wirklich gute Internetqualität. Wir empfehlen da den Anbieter Smart für eure SIM-Karten. Wir arbeiten meistens über einen Hotspot. Das ist wirklich sehr günstig und ihr könnt da total gut mitarbeiten. Bali ist so
so unglaublich divers. Ihr könnt Vulkane besteigen, ihr könnt durch Reisfelder schlendern, ihr könnt surfen gehen, ihr habt schwarze Strände, weiße Strände, alles Mögliche. Aber auch Chagao bietet einiges, denn hier gibt es verschiedene Aktivitäten, die ihr überall innerhalb von 1,5 Stunden eigentlich erreichen könnt. Es gibt zum Beispiel die Sukba Lagoon, die ist wunderschön und ganz besonders, man es dann auf jeden Fall besuchen sollte. Oder ihr könnt auch hier surfen und die Strände sind wunderschön. Heißt, hier auf Chagao wird es euch garantiert nicht langweilig und ihr habt hier genug Aktivitäten, die ihr unternehmen könnt. Bali hat einen fantastischen internationalen Flughafen. Und das Gute ist, dadurch, dass alle Leute nach Bali wollen, könnt ihr eigentlich auch von überall direkt nach Bali fliegen. Es gibt sogar einige Direktflüge aus Europa, zum Beispiel aus London oder aus Amsterdam, könnt ihr direkt nach Bali fliegen. Aber eigentlich auch alle großen Carrier fliegen perfekt nach Bali. Also Bali ist international wirklich top angebunden. Das ist im Vergleich hier zu Chagao noch nicht ganz so gut angebunden. Es gibt nur einen nationalen Flughafen und ihr müsst eigentlich immer über Manila oder über Cebu fliegen. Aber das macht eigentlich auch gar nichts. Der Flug dauert ungefähr eine Stunde und es lohnt sich definitiv. Weil wenn ihr nämlich vom Flughafen aus zu eurer Unterkunft fahrt, seid ihr wahrscheinlich auf Chagao deutlich schneller, weil auf Bali ihr eigentlich immer im Stau steht. Das heißt, ich würde da so ein bisschen ein ähnliches Gewicht sehen. Was das Thema Party und Socializing angeht, unterscheiden sich die Inseln schon ziemlich. Auf Bali habt ihr eine unglaubliche Auswahl an Beachclubs, an Bars, an richtigen Clubs und es gibt eigentlich für jeden was. Es gibt verschiedene Musikrichtungen, es gibt jeden Abend eine riesige Auswahl und unser Lieblingsclub ist, glaube ich, die Sandbar. Das ist eine Party am Strand, die jeden Abend stattfindet und es ist ein absolut einzigartiges Gefühl, dort mal Party zu machen. Auf Chagao ist es ein bisschen anders, da gibt es auch eine große Partyszene, aber die fühlt sich deutlich mehr nach so einem Island-Vibe an. Das heißt, es gibt immer einen Ort pro Tag, wo dann die Party stattfindet und das ist ziemlich cool, weil man muss immer erstmal wissen, wo dann die Party stattfindet, man muss sich mit den Locals unterhalten und der Vibe hier ist deutlich mehr Underground, aber es fühlt sich einfach total cool an, hier einfach mal in das Partyleben abzutauchen. Auch wenn wir beide nicht die größten Surfer sind, lieben wir es, an Surforte zu gehen, weil ein Surfort immer so einen ganz besonderen Vibe hat. Irgendwie als allererstes kommen immer die Surfer, dann kommen die fancy Cafés und es ist einfach total cool, immer diesen Surf-Vibe aufzunehmen. Ich glaube, gerade Bali ist einer der bekanntesten Surforte auf der ganzen Welt und ihr könnt da wirklich perfekt surfen, egal für Beginner, für Fortgeschrittene, für Adventurer, es ist wirklich für jeden Surfer was dabei. Aber das hat auch Chagao so bekannt gemacht und hier könnt ihr tatsächlich auch wirklich sehr gut surfen. Hier finden regelmäßig internationale und nationale Surfwettbewerbe statt und es macht die Insel einfach total cool. Da um diesen ganzen Surf-Vibe herum hat sich hier einfach das Leben gebildet und es macht, glaube ich, Chagao absolut einzigartig auf den Philippinen. Nicht nur Chagao selbst ist traumhaft schön und definitiv eine Reise wert, sondern auch die umliegenden Inseln, denn um Chagao herum liegen traumhafte, schöne, paradiesische Inseln mit traumhaften Stränden, voll mit Kokosnusspalmen und hier könnt ihr so richtig die Seele baumeln lassen. Auch Bali hat paradiesische Inseln, wie zum Beispiel Nusa und die Gili-Inseln, die sind aber zum einen wesentlich weiter weg und schon sehr viel touristischer als die umliegenden Inseln von Chagao. Heißt, in diesem Punkt würde ich auf jeden Fall sagen, dass Chagaos umliegenden Inseln auf jeden Fall ein bisschen schöner sind. Aktuell ist der Trend für Fitness gigantisch. Laura und ich haben selbst eine Jahresmitgliedschaft in einem Gym in Canggu und wir lieben es einfach, fast jeden Tag oder regelmäßig uns zu bewegen und es tut dem Körper einfach richtig gut. In Canggu habt ihr mittlerweile eine unglaubliche Auswahl an Gyms, an verschiedenen Anbietern. Ihr könnt Paddle Tennis machen, ihr könnt CrossFit machen, es gibt Boxclub, Gyms, es gibt wirklich alles, was das Herz begehrt. Auch hier auf Chagao findet ihr mittlerweile eine Auswahl an verschiedenen Sportmöglichkeiten. Ihr könnt natürlich Surfstunden nehmen, ihr könnt surfen gehen. Es gibt aber auch ein CrossFit hier, CrossFit Chagao heißt das. Und ich glaube, es gibt sogar noch ein weiteres Gym. Das heißt, auch für Langzeiturlauber oder für Langzeitreisende eignet sich das hier wirklich perfekt und man kann sich hier top in Form halten. Ein Thema, was für euch bestimmt auch super interessant ist in der Planung, sind die Preise. Die Preise, das hat uns selber ein bisschen überrascht, aber man kann tatsächlich Bali und die Philippinen sehr gut miteinander vergleichen. Das heißt, ihr bekommt ein Hostelzimmer, ein Bett ungefähr für 10 Euro die Nacht und ein Doppelzimmer gibt es für ungefähr 30 bis 40 Euro die Nacht. Wir selber haben hier aktuell eine Unterkunft für 3 Wochen gemietet und deswegen einen Monatsrabatt bekommen, also keinen Rabatt bekommen und zahlen hier aktuell 18 Euro die Nacht, was wirklich ein unglaubliches Schnäppchen ist.
Natürlich könnt ihr Chagao und Bali nicht ganz vergleichen. Bali ist viel größer, Bali hat eine viel größere Auswahl an allem. Es gibt mehr Städte, es gibt wirklich ein so riesiges Angebot. Und Chagao ist eigentlich eine viel kleinere Insel. Es ist ein anderes Land, es ist eine andere Kultur. Trotzdem haben wir das Gefühl, man kann die Inseln schon ein bisschen vergleichen. Es ist auf jeden Fall extrem viel Potenzial hier und wir wissen, dass sich einiges hier tun wird. Und so ein bisschen erinnert uns Chagao an Canggu vor 10 Jahren. Deswegen, wir hoffen, dass dieses Video den einen oder anderen hier inspiriert hat, mal nach Chagao zu kommen. Ich finde es auf jeden Fall eine richtig gute und faire Alternative zu Canggu, welches wirklich mittlerweile extrem voll mit Touristen ist. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch gerne ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal auf Chagao wart oder ob euch dieses Video vielleicht auch interessiert hat und deswegen ihr nach Chagao kommen wollt. Wir würden uns über Feedback extrem freuen und wenn ihr Teil unserer Reise werden wollt, dann abonniert unseren Kanal und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ja.